Sri Lanka, das tropische Inselparadies im Indischen Ozean. Nach Tsunami-Katastrophe und jahrelangem Bürgerkrieg ist das Land wieder Reiseziel vieler Pauschaltouristen. Heute findet man auf der Insel eine multireligiöse und multiethnische Gesellschaft. Neben dem Buddhismus sind vor allem Hinduismus, Christentum und Islam bedeutende Religionen. Und man findet immer mehr Touristen, die nicht nur wegen der vielfältigen Schönheit des Landes hierher kommen, sondern zu einer Ayurveda-Kur. Wir begleiten zwei Frauen zu dieser anderen Urlaubserfahrung. Maren Kreumann, Anfang 60. Die bekannte Schauspielerin, Kabarettistin und Sängerin hat ihre letzten Showvorstellungen vor der Weihnachtspause. Sie fliegt zum wiederholten Mal nach Asien zu einer Gesundheitskur. Und dann ist da Barbara, 52 Jahre alt. Sie leitet eine Gaststätte in Berlin, vorbelastet durch schwere Krebserkrankungen in der Familie. Und einen stressigen Alltag will sie sich nun um ihre Gesundheit kümmern. Sie wird das erste Mal nach Asien fliegen, das erste Mal eine Ayurveda-Kur machen. Warum nicht einfach ein normaler Erholungsurlaub? Also ich habe dieses Jahr so viel zu tun gehabt, auch also Parallelengagements und eigentlich eine langdauernde Überforderung gehabt. Also bestimmt 4 Monate hatte ich jetzt eigentlich zu viel, also Sachen parallel, die man eigentlich nicht zusammen machen kann. Und ich habe mir früher, also schon mitten im Sommer, habe ich mir vorgenommen, dass ich im Dezember eine Ayurveda-Kur mache, weil ich das Gefühl habe, ich muss richtig wie zum TÜV oder so, ich muss richtig alles durchchecken und mir einen Urlaub nehmen, wo ich mich ganz auf Körper und Seele konzentriere. Es ist ja doch ein bisschen hektisch und ich glaube, das tut wirklich gut. Also immer so ein bisschen runterkommt. Vielleicht, dass man auch sich ein bisschen mehr auf sich selber besinnt. Und mein Leben hat sich die letzte Zeit schon sehr so gestaltet, dass eigentlich andere eher im Vordergrund standen und nicht zwingend dringend ich. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für mich dann auch mal eine neue Erfahrung ist, wieder zu lernen, dass ich auch noch da bin. Ich mache die dritte Ayurveda-Kur und jedes Mal gelingt es mir, etwas mehr rüber zu retten in den Alltag. Ingwerwasser kommt da aus dem Ayurveda, ja, es ist auch für die Stimme gut. Also vor 2 Tagen war zum Beispiel die Stimme so tief und ich dachte, ich krieg die hohen Töne nicht. Und dann fiel mir wieder ein, roher Ingwer, sehr gut. Aber auch Ingwerwasser, was natürlich ayurvedisch ist. Das ist aber, glaube ich, auch mal ganz gut für mich. Weil wenn man eine Kneipe hat, die Verführung ist doch immer relativ groß. Und das ein oder andere Gläschen sind die Gäste dann auch immer ganz froh, wenn man es mal mit ihnen trinkt. Und ja, ich glaube, das kann mir nur gut tun. Eine kleine Entgiftungsphase. In the summertime, in the summertime. Auf Sri Lanka haben sich zahlreiche Hotels etabliert, die speziell für europäische Touristen Ayurveda-Kuren anbieten. Maren und Barbara haben im selben Resort im Süden der Insel gebucht. Dort werden sie sich während ihres Aufenthaltes kennenlernen. Barbara ist die Erste, die morgens um 6 Uhr auf dem quirligen Flughafen in Colombo ankommt. Der Fahrer des Kurhotels wartet bereits auf sie. Es liegen noch 130 Kilometer Autofahrt vor ihnen. Wie wird es Barbara bei dieser Reise in eine für sie unbekannte Welt ergehen? Kann es auch eine Reise zu sich selbst werden, eine mehr spirituelle Erfahrung? Doch jetzt braucht Barbara erstmal die lang ersehnte Zigarette. Erste Eindrücke der Kultur dieser anderen, vor allem vom Buddhismus geprägten Gesellschaft, erwarten Barbara gleich bei der Fahrt durch die Hauptstadt Colombo. Überall im Straßenbild sieht man religiöse Bauten und Symbole aller Art. Und dann wird auch noch links gefahren. Sehr viel Verkehr, sehr viele Leute und vor allen Dingen sehr viele Autos. Und alles etwas sehr chaotisch, aber es scheint trotzdem zu funktionieren, unglaublicherweise. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Autofahren möchte ich hier nicht. Sehr spannend, auch so gegensätzlich teilweise. So
so ganz alte Sachen noch und dazwischen kommt mal wieder schon was Neueres, Modernes. Aber bedenkt, dass diese Stadt ja 2 Millionen Einwohner hat, also quasi nur 1,5 weniger als Berlin. Es ist doch schon ein Unterschied, wenn man sich das so anguckt als... Überall am Straßenrand sieht man Angebote für Ayurveda. Von 5-Sterne-Hotels bis zu kleinen Massagepraxen in abgelegenen Dörfern. Das ganze Land will vom Ayurveda-Boom profitieren. Ayurveda bedeutet das Wissen vom Leben, vom langen, gesunden Leben. Es ist eine Philosophie und Medizin, die hier neben der westlich geprägten Schulmedizin einen wichtigen Platz einnimmt. Das ganzheitliche System des Ayurveda ist sehr komplex und entzieht sich oft unserem rational-logischen Verständnis. In der westlichen Welt gingen die Schätze spirituellen Wissens im Lauf der letzten Jahrhunderte verloren. In Sri Lanka kann man sie noch überall finden. In Ambalangoda liegt die Arztpraxis von Dr. Alavattagama, dem Pionier, der vor 15 Jahren die traditionelle Medizin für Europäer erfahrbar gemacht hat. Neben seiner Tätigkeit in Hotelresorts ist seine Dorfpraxis mehrmals die Woche für Einheimische geöffnet. Heute sind es mehr als 50 Patienten. Der Arzt stellt mit einer Pulsdiagnose fest, welche Körperenergien, die sogenannten Doshas, gestört sind. Aber auch Augen, Zunge, Haut und Ohren werden untersucht. Die verschriebenen Medikamente werden in der praxiseigenen Apotheke aus einheimischen Pflanzen hergestellt und sie sind das Einzige, was der Patient bezahlen muss. Doch wie kann man ohne technische Hilfsmittel eine Krankheit feststellen? Man braucht langjährige Erfahrung für die Diagnose. Der Puls am Arm gibt Auskunft über den Konstitutionstyp, Vata, Pitta, Kapha, und den Zustand der 3 Doshas. Mit 3 Fingern fühlen wir den Puls. Mit langjähriger Erfahrung kann man sagen, ob es eine Krankheit vom Herzen, den Nieren oder irgendwas anderes ist. Wir können das nur durch die Pulsfrequenz diagnostizieren. Die Pulsdiagnose wird auch für Barbara eine neue Erfahrung sein. Noch ist sie auf der Fahrt ins Kurhotel mit einer kurzen Unterbrechung am Tempel in Kalutera. Alle Verkehrsteilnehmer, die Buddhisten sind, halten hier in einer Art Drive-In an, um kleine Geldspenden einzuwerfen und für eine unfallfreie, gesunde Weiterreise zu beten. Im Kurhotel angekommen. Barbara genießt die Ruhe und landschaftliche Lage und ist in gespannter Erwartung der Behandlung und der ersten Konsultation beim Ayurveda-Arzt. Wenig später, nach einer Rundreise ins Landesinnere, trifft auch Maren dort ein. Sie wird als bereits gut bekannter Gast von einer Gästebetreuerin begrüßt. Wie lange nehmen Sie schon die Medikamente gegen Bluthochdruck? Seit 10 Jahren. Haben Sie heute auch diese Medikamente genommen? Nein, noch nicht. Wann das letzte Mal? Gestern. Sie sind ein Pitta-Vata-Typ mit einer Vata-Pitta-Störung. Sie sind nicht sehr relaxed, oder? Da ist viel Stress in Ihnen. An Ihrem Gesicht kann man das nicht sehen, aber es ist in Ihrem Körper. Ich denke, wir sollten die Schulmedizin von heute an absetzen. Wir starten heute mit Ayurveda-Medizin gegen den Bluthochdruck und für eine generelle Entgiftung. Ich brauche Ihre Unterstützung, um unser Ziel zu erreichen, da nicht viel Zeit ist. Nicht genug Zeit. Aufregend war auf jeden Fall erstmal gestern die Konsultation beim Arzt. Da war ich sehr verblüfft, was der alleine mit dieser Pulsfühlmethode feststellen kann. Und ich hatte auch gar nicht, ich musste ja vorher einen Zettel ausfüllen und ich hatte auch gar nicht alles reingeschrieben. Und er ist aber trotzdem, er hat alles entdeckt. Und nur indem er mir den Puls gefühlt hat. Und das hat mich schon sehr verwundert. Und ich muss sagen, ich fühle mich, jetzt habe ich seit 2 Tagen Anwendungen. Und ich muss sagen, mir geht es heute schon, also ich merke, dass in meinem Körper etwas passiert. Es gibt
Prozesse, die man durchläuft innerhalb der Zeit, die man auf die Kurve wendet. Und da habe ich Geduld. Aber ich bin schon, es ist einfach so wahnsinnig angenehm. Ich esse dieses Essen so wahnsinnig gerne. Ich freue mich auf jede Mahlzeit. Ich freue mich auf die Massagen. Die Massagen sind nach wie vor total angenehm. Und ich schlafe regelmäßig ein, was man ja eigentlich nicht soll. Aber ich finde es total positiv, weil ich mich entspannt fühle. Ayurveda ist eine Kombination aus Erfahrungswerten und Philosophie. Sie konzentriert sich auf die physischen, mentalen, emotionalen und spirituellen Aspekte, die für Gesundheit und Krankheit des Menschen entscheidend sind. Ayurveda hat einen ganzheitlichen Anspruch und so gehören zur Kur auch Massagetherapien. Für Außenstehende wirkt die Gemeinschaft der Kurgäste merkwürdig. Meist nur gekleidet in Wickeltücher, sogenannte Sarongs, oft ein kleiner Turban auf dem Kopf. Jeden Morgen das gleiche Ritual. Miss Kanti, die Leiterin des Gesundheitszentrums, verteilt die Gäste auf die Behandlungsräume. Der halbe Tag wird so unter den Händen der Therapeuten verbracht. Auch Barbara und Maren erleben den Genuss der individuell abgestimmten Behandlungen. Mehr als 5 sind es täglich. Kopfmassage mit Öl. Der Blutkreislauf verbessert sich und das Nervensystem entspannt sich. Gesichtsmassage. Sandelholzcreme reinigt, entspannt die Muskeln und die Haut wird samt weich. Sie stärkt die Sehkraft sowie das Hören und Riechen. Die vierhändige Synchron-Ganzkörpermassage, jeweils mit typgerechten Kräuterölen, hilft bei Regeneration und Verjüngung. Der Stoffwechsel wird reguliert und die Selbstheilungskräfte angeregt. Der Abschluss des täglichen Behandlungszyklus ist meist ein warmes Kräuterbad oder eine ayurvedische Sauna. Danach ist Ausruhen angesagt. Alle Behandlungen werden mit speziell angefertigten Ölen oder Kräuterabkochungen ausgeführt, alles nach traditionellen Rezepten. Seit mehr als 450 Jahren sammelt unsere Familie, in allen Generationen sind Heiler und Ärzte, Rezepte für ayurvedische Medizin und Behandlungsarten. Sie wurden in diesen Palmblattbüchern aufgeschrieben. Unseres Wissens nach und auch von dem, was wir aus Büchern wissen, wurde mit ayurvedischer Medizin vor mehr als 5000 Jahren in asiatischen Ländern begonnen. Damals haben 52 Heiler im Himalaya 45 Jahre lang diskutiert und methodisch geforscht und so die Grundlage für diese Wissenschaft geschaffen. Buddhismus und Ayurveda gehören eigentlich zusammen. Um gute Resultate bei der ayurvedischen Behandlung zu erreichen, muss man meditieren. Laut Buddhismus muss man die Gedanken im Kopf fokussieren, um ein gutes Resultat beim Ayurveda zu erreichen. Buddhismus und Ayurveda kommen beide ursprünglich aus Indien. Der Vollmondtag ist ein heiliger Tag im Buddhismus. Man sagt, dass an einem solchen Tag die Geburt Buddhas stattgefunden habe, ebenso wie seine Erleuchtung und auch sein Tod. Deshalb ist bei Vollmond jeden Monat ein Feiertag in Sri Lanka. Neben vielen Einheimischen machen auch Barbara und einige Kurgäste einen Ausflug zum Tempel. Es herrscht an diesem Abend eine besonders feierliche, spirituelle Atmosphäre.
Die Besucher erleben eine fast mystische Andachtszeremonie. Kerzen, Öllämpchen und Blumen werden durch die Hände aller Anwesenden gereicht und dann zu Füßen einer Buddha-Statue aufgestellt. Der Abt des Klosters bindet ein gesegnetes Bändchen um das Handgelenk. Das soll Gesundheit und Glück bringen. Man trägt es so lange, bis es von selbst abfällt. Jeder auf der Welt will ein gutes Leben. Dafür braucht man einen gesunden Verstand und Körper. Stress kommt durch einen unruhigen Verstand. Wir sollten alle lernen, einfach zu denken. Der Körper wird nicht damit fertig, wenn man zu groß über die Dinge denkt. Bewusstes Wahrnehmen und Gedächtnis hängt einfach zusammen. Das ist ja vielleicht auch das, worauf die Meditation abzielt. Also das ist eine Sache auch bei der Walking Meditation oder so. Bewusst wahrnehmen mit den nackten Sohlen auf dem Gras und wirklich wahrnehmen, wie sich's anfühlt und dann in der Situation sein, finde ich ein ganz wichtiges Moment, um diese Überarbeitung diesen Zustand zu überwinden, in dem ich war. Einfach im Moment da sein und spüren, was los ist und nicht immer in drei verschiedenen Zeitstufen oder in fünf verschiedenen Zeitstufen denken und das muss ich, in drei Monaten mache ich das und sechs Mal, das muss ich noch vorbereiten und mit dem muss ich noch kommunizieren und hier habe ich eine Mail gekriegt, da muss ich noch antworten. Dieses macht einen ja wahnsinnig. Das ist einfach eine Reizüberflutung. Ich habe festgestellt, dass viele Menschen unter Stress und Burnout leiden, verursacht durch ihre Lebensweise, oft auch durch zu viel Arbeit. Die meisten klagen über Stress und Burnout. Ausländer denken zu viel über Probleme und Krankheiten nach. Das macht auch ihren Stress aus. Einheimische, die sich mit Ayurveda behandeln lassen, glauben, westliche Medizin habe Nebenwirkungen und ayurvedische Medizin nicht. Alle Medikamente des Ayurveda sind auch Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Saft, Pasten oder gar eine Suppe. Wir benutzen die Bestandteile von Bäumen dafür. Alle fünf Teile des Baums finden hier Verwendung. Es sind Blätter, Rinde, Früchte, Wurzeln, Blumen. Daraus macht man ayurvedische Medizin. Alles kommt aus der Natur. In der Kräuterküche des Kurhotels werden verschiedene Heilpflanzen nach Vorgabe der Ärzte verarbeitet und abgekocht. Daraus entstehen Heilmittel in Form von Säften, Ölen, Pulver und Cremes zum Einreiben, aber auch aus Mineralien, Metallen und Salzen und anderen in der Natur vorkommenden Substanzen werden Pillen und Tabletten hergestellt. Die Qualität dieser Produkte und die Vergabe an die Patienten unterliegen genauen Kontrollen. Jeder Kurgast erhält entsprechend seiner Diagnose eine individuelle Zusammenstellung. Medizin, die nicht nur auf die Symptome wirkt, sondern die Ursachen der gesundheitlichen Beschwerden beseitigen soll. Eine tägliche Ration, ja. Und begonnen wird morgens mit diesem wunderbaren Säftchen. Das teile ich dann auf, also halbe halbe, weil eine Hälfte muss ich morgens trinken und zwar eine Stunde, bevor ich was esse.
Also das heißt, man muss da schon seinen Plan einhalten und darf auch in der Zeit keine Flüssigkeit zu sich nehmen. Also eigentlich gar nichts. Man trinkt den Saft und dann ist eine Stunde absolute Pause. Und die andere Hälfte dann abends vorm Abendessen. Weil so am Anfang war es sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Mittlerweile geht es also locker runter. Das kann man sich ganz gut dran gewöhnen. Ist nicht so schlimm. Das sind meine Tabletten gegen meinen zu hohen Blutdruck. Hier ist mein Pülverchen, da habe ich immer drei Tütchen von. Und zwar, da ich ja ein bisschen Probleme mit dem Magen hatte, relativ gesehen halt auch mit der Magensäure. Und muss ich immer ein Tütchen vor dem Essen in Wasser auflösen und muss das trinken. Naja, das ist immer noch so, da verziehe ich immer noch das Gesicht dabei. Aber ich krieg's mittlerweile runter. Ja, und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Highlight, meine kleinen Pillen. So wie sie aussehen, schmecken sie auch. Und die muss man also auch, die kann man nicht im Ganzen schlucken, sondern die muss man auch brav zerbeißen und zwar ordentlich zerbeißen. Und je mehr man darauf rumbeißt, umso mehr kommt der Geschmack raus. Wenn du die richtige Medizin auf die richtige Weise nimmst, kann man die Wurzeln entfernen. Wenn man den Baum nicht mit der Wurzel herauszieht, dann wächst er nach. Die westliche Medizin behandelt nur die Symptome, nicht die Ursachen. Und mit chemischer Medizin ist es nur eine Heilung auf Zeit. Aber Ayurveda ist nicht nur für kranke Menschen, auch für Gesunde ist es wichtig, um ihren Zustand zu bewahren, ihre Gesundheit aufrechtzuerhalten. Das prophylaktische Denken finde ich einen ganz großen Vorteil. Mein Anspruch an mich ist, dass ich die Verantwortung habe für meinen Körper letztlich und dass ich verhindern will, dass ich krank werde. Ich will eben keinen Herzinfarkt haben. Ich will den Burnout nicht haben, obwohl man auch hier prima aufgehoben ist, wenn man Burnout hat oder Depression oder alles Mögliche. Aber ich will die Sachen nicht haben. Und da sind die sehr viel, das ist für die normal, dass man versucht, etwas zu vermeiden. Und dass man nicht nur kommt, wenn es schon kaputt ist. Es gibt auch in Deutschland eine große Wertschätzung für Menschen, die schwere Krankheiten hatten. Also ich war mal in einer Reha, in einer Herzklinik, da saß ich am Tisch. Ich hatte nur so was Kleines, was ich dann hinterher als nicht so schlimm rausstellte. Aber da waren die Diskussionen, gingen runter. Die haben angegeben, ich habe drei Bypässe. Ja, ich habe vier Bypässe. Zu mir haben sie gesagt, sie hatten ja noch nicht mal einen Infarkt. So. Da wird angegeben mit dem, was man, als ob die Wunden Helden-Auszeichnungen sind. Und das ist ja irgendwie ein sehr perverses Denken. Ich will ja das gar nicht haben. Ich will gesund sein. Nahrung gilt im Ayurveda auch als Medizin. Man sagt, was wir essen, bestimmt unsere Gesundheit oder heilt uns auch von Krankheiten. Das ayurvedische Essen soll immer frisch zubereitet sein. Hier im Kurhotel werden der Essensplan und auch die Zugabe von Gewürzen und Kräutern mit den Ärzten abgestimmt, damit die Gerichte mit der ayurvedischen Medizin harmonieren. Auf Fette und Öle wird fast ganz verzichtet. Die Speisen sind überwiegend vegetarisch, aber es gibt auch Fisch und Geflügel. That's in a bottle goat curry. I put it in garlic, onion and ginger and saffron. Das wird ein Curry vom Flaschenkürbis mit Knoblauch, Zwiebeln, Ingwer, Safran, Senfcreme, Korianderblättern und Boxhornklee. Erst kommt leichte Kokosmilch dazu, dann muss es eine Zeit lang kochen, bis das Gemüse durch ist, dann kommt noch eine Dickmilch hinzu. Ein Hotel am Meer, aber keine Meeresfrüchte auf dem Buffet? Sie vertragen sich nicht mit der ayurvedischen Medizin. Jeder Kurgast bekommt eine Ernährungsempfehlung, denn je nach Konstitution, also der Dosha-Diagnose, soll man bestimmte Speisen wenig oder gar nicht zu sich nehmen. Dazu soll man den ganzen Tag heißes Wasser trinken und nach dem Essen bestimmte Kräutertees, je nach Dosha-Störung. Die Doshas sind sowieso das große Thema bei jeder Mahlzeit, denn abgesehen von der Essensdisziplin ist es immer wieder interessant, sich über die Typbeschreibung auszutauschen. Auch am Tisch von Barbara und Maren, die sich inzwischen angefreundet haben, wird am Abend mal wieder darüber geredet. Zum Beispiel Pitta-Typen haben oft Leberflecke. Ist ja bei mir genauso. Oder sind rothaarig. Und ja, das sind ja, ja, so, mal gut, die Haare könnte man färben. Das ist ja, ja, nee, nee. Dann aber hast du aber auch wieder ja die helle Haut, mit dazu. Eine helle Haut, ja, helle Haut dazu. Also es gibt schon äußere Merkmale, die nicht veränderbar, ja, sind. Wo ich denke, da können die das ganz gut erkennen. Ja. Und so viele Kleinigkeiten waren halt da auch beschrieben, wo ich also absolut sagen konnte, ja, das bin ich. Das bin ich, also sehr, sehr, sehr faszinierend. Bisschen auch cholerisch bei Pitta?
Ja. Oder sagen wir mal, eine kleine. In einem gewissen Sinne könnte man, das kenne ich auch bei mir. Also, wenn ich mich sehr geärgert fühle, dann könnte das schon mal passieren, eruptiv. Vata-Menschen sind dünn und eher hektisch. Es sind nervöse Typen, sie reden schnell. Kappa-Menschen wirken eher langsam, schläfrig oder phlegmatisch. Sie sind geduldig und haben eine ruhige Art zu sprechen. Pitta-Menschen sind zwar auch geduldig, aber sie reagieren schnell verärgert und diskutieren alles. Vata-Menschen haben oft Schmerzen, Probleme mit dem Bewegungsapparat und den Gelenken, Verdauungsprobleme, Nervosität, Stress, Depressionen. Das ist eher bei ihnen zu finden. Kappa-Menschen neigen eher zu Übergewicht, sind oft müde und ihre Probleme kommen von der Lunge und von den Atemwegen. Pitta-Menschen sind aggressiver. Störungen kommen eher durch die Organe, das Blut und Ähnliches. Seit ein paar Tagen hat Barbara erste Komplikationen bei der Kur. Irgendwas stimmt nicht mit ihren Füßen. Es ist halt blöd, dass es so ein bisschen schmerzempfindlich geworden ist mittlerweile, was vorher nicht war. Und dass es mir ein bisschen schwerfällt, momentan auch selbst mit Flipflops zu laufen. Also gehe ich momentan hauptsächlich barfuß. Ja, das ist schon sehr unangenehm. Also man fühlt sich irgendwie an den Waden auch wie Gerd Müller in seinen besten Zeiten. Und man sieht ja auch, die Zehen sind ganz klein im Vergleich zum Rest vom Fuß. Und so sieht das halt abends dann in der Regel aus. Und aber sobald ich, wie gesagt, sie dann wieder hochlege, dann ist das so, als wenn man ein Glas Wasser so langsam ausschüttet. Da geht es wieder so zurück. Und wenn ich morgens aufstehe, sind sie fast normal. Aber sobald ich anfange zu laufen, geht es wieder von vorne los. Das Problem kommt von Ihrem Urinsystem. Unser Ziel ist es ja hier, Ihren Körper zu entgiften. Alles versucht, sich zu reinigen. Und der Körper hat verschiedene Wege dafür. Zum Beispiel über das Blut, die Verdauung, den Urin. Ihr Körper hat mit dem Urin angefangen, sich zu reinigen. Deshalb ist das so. Es kommt nicht vom Herz. Das wäre gefährlich. Das beruhigt mich. Er sagte auch vorhin zu mir, ich war vorhin noch mal kurz bei ihm, er hat noch mal Blutdruck gemessen, der auch okay ist, aber er hat gesagt, mein Herz schlägt ein bisschen unregelmäßig. Ich hab wohl eine leichte Herzschwäche und er sagte mir, das kann natürlich auch durch die, weil ich ja schon seit 10 Jahren blutdrucksenkende Medikamente in Deutschland nehme, und er sagt, das kann durch solche Medikamente verursacht werden. Ich habe eine totale Überforderungsphase hinter mir, so. Und das ist ja keine Krankheit, sondern man muss gucken, wie reagiert der Körper in Verbindung mit dem, wie ich lebe. Und das ist ja, was sie bei Ayurveda immer so gut machen und was sie bei der Schulmedizin irgendwie gar nicht können. Und mir gefällt, dass ich natürlich hier Massagen kriege und Medizin, aber dass auch gesagt wird, welchen Rhythmus ich habe, wie lange ich schlafe, wann ich esse, was ich esse, spielt eine Rolle. Und auch, ich freue mich zum Beispiel auf die Meditation, weil das ist, wonach ich mich sehne. Ich möchte mich konzentrieren auf eine Sache, auf einen Gedanken. Aber das Problem liegt in unserem Alltag. Wie viel Zeit geben wir unserem physischen Körper? Und wie viel Zeit geben wir dem mentalen Teil unseres Körpers? Ich denke, wir wissen alle, dass in unserer Tagesplanung wir viel Zeit unserem physischen Körper geben. Wir ernähren ihn, wir pflegen ihn, wir achten auf ihn, wir schmücken ihn. Aber für den wichtigen mentalen Teil verwenden wir nur ganz wenig Zeit. Manchmal gar keine. Nun kommen wir zur Meditation der liebenden Güte. Möge ich glücklich sein.
möge ich gesund sein. Möge ich mich wohlfühlen. Es ist etwas, was echt anstrengend ist. Und dann bist du zurückgeworfen auf das, was übrig bleibt, wenn du den Alltag abziehst. Und vielleicht ist da gar nichts mehr. Vielleicht ist es schrecklich, darauf geworfen zu sein. Oder du, natürlich bist du auf deine Grundlagen, kommst du dann. Wen liebst du eigentlich? Wer ist dir wichtig? Welche Menschen, was ist dir überhaupt wichtig in deinem Leben? Was möchtest du machen? Mit wem möchtest du sein? Von wem möchtest du was wissen? Von wem nicht? Was machst du nur, weil jemand was von dir erwartet? Was ist es eigentlich, was der eigene Impuls ist? Manchmal geht der eigene Impuls fürs Leben, den man hat, ja, ist ja verschüttet, weil so viel Außengelenktes draufkommt. Und da kann es ja sein, dass du freilegst und dann dich wunderst, ach, war hier nicht was? Wo ist das hin? Ja, Dünnhäutigkeit ist ein gutes Stichwort. Ich hatte heute einen kleinen cholerischen Anfall, out of the blue. Einfach, das kann dann sein. Muss dann auch raus. Das wird man. Das ist so, wie ich das früher vom Fasten kannte, irgendwie zweiter, dritter Tag ist Krise. Weiß man vorher, da geht es einem schlecht. Man ist einfach übellaunig, extrem schlecht gelaunt. Man möchte das Ganze lassen. So eine, nicht so schlimm, aber so eine Phasen gibt es vielleicht auch bei der Ayurveda-Kur. Und da ist man schnell angefasst, wird auch vielleicht ungerecht und alles, was so negativ in einem ist, ist ja auch da. Also das will man ja auch vielleicht vorholen und nicht immer nur wegdrücken. Und wo kann man besser kurzfristig cholerisch sein als hier, wo man in einem geschützten Raum ist. Jeder weiß, die spinnen dann immer ein bisschen und es macht niemand was aus. Ja, why not? So many times. That means when somebody has the Shirodhara. Viele weinen, das kommt oft vor. Beim Stirnguss kommen meist die Gefühle raus. Manche weinen und wenn ich dann nachfrage, sagen sie, ich weiß nicht, ich bin so traurig. Es kommen Erinnerungen, aber es gibt keinen wirklichen Grund. Es ist nur traurig. Dann mache ich so und beruhige sie und sage, das kommt vielleicht vom Shirodhara. Beruhigen Sie sich, entspannen Sie. Shirodhara, das ist der Stirnguss im Ayurveda. Warmes Öl wird entlang des Haaransatzes in ruhigen Pendelbewegungen über die Stirn gegossen. Die Behandlung dient der mentalen Reinigung. Die Sinne werden geschärft und alle Energien angeregt. Danach soll man so lange wie möglich das Haar nicht waschen und den Kopf bedecken. Deswegen trägt man in der Kur dann eine Art Turban. Und dann wird Öl mit warmen Reissäckchen in den ganzen Körper eingeklopft. Das wirkt nährend und reinigend. Und zum Abschluss geht's wieder in das tägliche Kräuterbad. Oh ja, da komm mal da, komm mal da, komm mal da. Lakmali, komm ja, da komm mal da, komm mal da, komm mal da, komm mal da, komm mal da. And you say Hyundai? Hyundai, Mata Hyundai. Mata Hyundai. Very nice. Okay. So which one are we taking? Yeah, come here. We go to Kräuterbad. Good. Kräuterbad. Yeah. Okay. Nach so vielen Behandlungen haben die Frauen Lust auf einen Ausflug. Marin und Barbara fahren zum Einkaufsbummel in die lebendige Hafenstadt Gol. Wir haben ayurvedische Zahnpasta, Massageöl und Waschpulver. Can I have a smell? Mm-hmm. Das ist ja toll.
So then you have clubs, flower, you have clubs, you have dill seed and coriander. Viele verschiedene Kürbis- und Auberginenarten, Schwammgurken, leuchtend grüne Goa-Bohnen und andere exotische und unbekannte Gemüsearten sind hier in der Markthalle zu finden. In der historischen Altstadt, Weltkulturerbe seit 1988, treibt ein nahendes Gewitter die Ladies zur Tea Time auf die überdachte Terrasse eines kleinen Hotels aus der Kolonialzeit. Ich hätte da gerne mitgemacht, die Stammzeug. Ich möchte die letzten zwei Tage wenigstens noch standhaft bleiben. Opfern, dann opfern. Ich bin entzückt von euch. Hör auf, jetzt erzähl mir das nicht auch. Nun hat das Gewitter die Stadt erreicht. Ein tropischer Regen ungeahnten Ausmaßes. Der Boden war leider Gottes so glitschig, also schlimmer wie eine Eisbahn. Und dann hat es mich voll auf das Steißbein gesemmelt. Und jetzt bin ich sozusagen etwas außer Gefecht gesetzt. Also es ist auf jeden Fall nichts Lebensbedrohliches, es ist nur äußerst schmerzhaft. Aber der Doktor hat sich das auch schon angeguckt und ich werde dementsprechend auch heute noch mal verarztet werden, was das Steißbein betrifft, warme Kompresse mit Öl. Und dann hoffen wir mal, dass die ayurvedische Medizin dazu beiträgt, dass es vielleicht noch ein bisschen schneller vorbeigeht. Barbara kann sich in ihren letzten beiden Urlaubstagen kaum noch bewegen. Sie muss nun auch die tägliche Yogastunde ausfallen lassen. Yoga ist ein altes indisches Übungssystem zur Erlangung von Harmonie und zur Erweiterung des Bewusstseins. Mit den Körperübungen sollen Muskelstärke, Flexibilität und Körperbewusstsein auf sanfte Art entwickelt werden. Blockierte Lebensenergie soll zum Fließen gebracht und innere Heilkräfte aktiviert werden. Spirituelle Übungen wie Meditation und Yoga sind seit Jahrtausenden integraler Bestandteil des Ayurveda und können in Verbindung mit den anderen Therapien das seelische Gleichgewicht wiederherstellen. Und bestimmte Yoga-Übungen sollen sogar bei einzelnen gesundheitlichen Beschwerden sofort wirksam helfen. Ihr Schlaf war schlecht. Vater ist erhöht wegen des Unfalls, wegen der Schmerzen. Aber der Blutdruck ist gut, das ist schön. In 3 bis 4 Wochen können Sie mit den Medikamenten aufhören, auch mit denen von mir. Unglaublich. Sie müssen weiter an Ihre Nieren und die Entwässerung denken. Wenn was passiert, versuchen Sie immer, die Ursache herauszufinden. Machen Sie was gegen die Ursache des Bluthochdrucks. Sonst müssen Sie die Medikamente gegen Bluthochdruck Ihr ganzes Leben lang nehmen. Ich bin nicht glücklich mit Ihrem Cholesterinwert. Der ist noch nicht niedrig genug. Nehmen Sie immer ein gutes Frühstück mit viel Obst. Okay. Mittags Reis, verschiedene Gemüse und, wenn Sie wollen, Fisch oder Fleisch. Und Salate und Obst. Und sehr wenig zum Abendessen. Das ist gut für das Cholesterin, für das Herz, für das Gewicht, die Organe. Was sollte ich zum Abendessen nehmen? Suppe, gekochtes Gemüse, auf keinen Fall rohe Salate. Jetzt sind Sie ein bisschen relaxed, vielleicht 10%.
Eine innerliche Ruhe, die ist durchaus vorhanden. Auch wenn sich das äußerlich noch nicht so darstellt, aber ich fühle mich in mir selbst ruhiger und denke, das, was ich hier die letzten zwei Wochen erlebt habe, hat durchaus dazu beigetragen, mich so zu fühlen. Und ich würde diesen Zustand gerne behalten. Einmal was die Ernährung betrifft, werde ich mit Sicherheit eine Umstellung machen. Und dann denke ich auch, dass ich ein bisschen mehr für meinen Körper tun werde. Und ja, so bestimmte Dinge möchte ich dann vielleicht in Zukunft auch mal versuchen abzustellen, wie das Rauchen. Aber ich versuche es in kleinen Schritten. Ich nehme mir jetzt erstmal nicht zu viel vor, weil ich denke, sonst ist man schnell frustriert, wenn es dann nicht gleich klappt. Und wenn ich die kleinen Schritte schon mal hinbekomme, dann denke ich, dann kann ich auch die anderen in Angriff nehmen. Und schön über vier Sitze legen, ja? Ja. Der Arzt hat Barbara dann doch noch westliche Medizin gegeben. Starke Schmerzmittel. Sie wird die Folgen des Unfalls noch zwei Wochen lang spüren. Marens Kur ist noch nicht zu Ende und sie nutzt die Freizeit für einen Ausflug in eine nahegelegene Strandbucht. Hier werden gegrillter Fisch und Meeresfrüchte serviert. Bier und Gin Tonic gibt's zum Sonnenuntergang. Doch die Ausflüglerinnen aus dem Kurhotel können den Versuchungen widerstehen und genießen die traumhafte Urlaubsstimmung. Ein paar Wochen später. In Berlin treffen wir Maren und Barbara wieder. Was haben Sie mitgenommen aus dem Kururlaub? Ich habe vor allem aus der Kur mitgenommen eine super Kondition. Eis und Schnee machten mir gar nichts. Ich jogge jeden Tag, wie immer, auch bei zweistelligen Minusgraden. Und Menschen, die singen, sind ja immer ein bisschen hysterisch mit ihrer Stimme. Ich spiele ja zurzeit jeden Abend. Es macht mir überhaupt nichts. Ich ziehe schön meinen Schal hoch, atme durch die Nase und es ist wunderbar. Ich habe also super Kondition. Die Beine sind wieder gut jetzt, allerdings bedingt dadurch, dass ich jetzt leider doch wieder meine Beta-Blocker nehme und die Blutdrucktabletten, weil es hatte mit den Beta-Blockern zu tun gehabt, die eben Wasser entziehen dem Körper. Und dadurch, dass ich die ja nicht mehr genommen habe und auf die rein ayurvedische Medizin gegangen bin, hat der Körper kam natürlich nicht damit klar, weil der war ja über ein paar Jahre gewohnt, dass das für ihn erledigt wurde. Ich habe, nachdem ich zurückgekommen bin, bin ich ja zum Arzt gegangen und habe ein 24-Stunden Blutdruckdiagramm machen lassen und habe mir auch Blut abnehmen lassen. Meine Blutwerte, muss ich allerdings sagen, waren super. Da war selbst mein Arzt äußerst erstaunt gewesen. Und nur mit dem Blutdruck, das war leider phasenweise nicht so sehr in Ordnung. Und er hat mir halt da dringend geraten, doch wieder auf die anderen Mittel zurückzugreifen. Und ich bin so ruhig, obwohl ich sofort Stress hatte, als ich wiederkam. Es ging abrupt los mit Tournee und so. Bin ich so eine, habe ich sowas ungewöhnlich Ausgeglichenes, dass ich zum Beispiel auch Dinge, die nicht so wichtig sind, ich will nicht sagen, ich vergesse sie, aber ich stelle sie in meinem Gehirn hinten an. Das habe ich jetzt ein paar Mal gemerkt. Ich vergesse sie nicht, ich mache sie dann schon noch. Aber sie stressen mich nicht im Vorhinein. Und es ist, als ob mein Unterbewusstes eine Auswahl trifft nach Priorität. Das finde ich gerade super.